Bitte machen Sie sich mit dem offiziellen Benutzerhandbuch vertraut, bevor Sie das Fluido Irrigation System verwenden. The Surgical Company entwickelt innovative Lösungen für Gesundheitspersonal in verschiedenen Fachgebieten, darunter das Patiententemperaturmanagement. Seit unserer Gründung im Jahr 1993 haben wir uns eine hohe Kompetenz im Bereich der perioperativen Hypothermie aufgebaut. Unser Portfolio umfasst eine große Vielzahl an Lösungen für das Patiententemperaturmanagement, wie beispielsweise Mistral Air, Fluido, Thermoflect und Fluido Irrigation. Der Fluido Irrigation erwärmt Flüssigkeiten mit Hilfe von Infrarottechnik. Mit diesem Trockenverfahren wird das Risiko einer Kontamination über das Wasser verhindert. Der Fluido Irrigation erwärmt unbegrenzte Mengen von Spülflüssigkeiten auf exakt die gewünschte Temperatur. Sie können die Temperatur an Ihre chirurgischen Anforderungen anpassen, von 30 Grad Celsius bis zu 39 Grad Celsius. Das Fluido Irrigation Uro Einwegset stellt normotherme Durchflussmengen von bis zu 680 Milliliter pro Minute bereit. Um den Fluido Irrigation einzuschalten, verbinden Sie den Netzstecker mit einer geerdeten Wandsteckdose. Der Fluido Irrigation führt jetzt einen Selbsttest aus. Während des Selbsttests blinkt das Symbol Kassette entfernen, das Display leuchtet grün und die Ein-Standby-Anzeige orange. Der Fluido Irrigation befindet sich jetzt im Standby-Modus. Drücken Sie die Ein-Standby-Taste. Die Ein-Standby-Anzeige leuchtet grün und Sie hören einen Signalton. Auf dem Display werden kurz alle Symbole angezeigt und das Kontrollthermometer leuchtet einen Moment grün und rot. Anschließend wird auf dem Display das Symbol angezeigt, das Sie auffordert, das Einwegset einzusetzen. Nehmen Sie das Fluido Irrigation Set aus der Verpackung. Lassen Sie die Patientenleitung und die Schutzkappe in der Sterilverpackung. Halten Sie die Kassette an der Klemme fest, um das Einwegset einzusetzen. Setzen Sie die Kassette so weit in den Schlitz ein, bis ein Klickgeräusch zu hören ist. Auf dem Display werden die Standardtemperatur und die Durchflussmenge angezeigt. Um das Einwegset betriebsfertig zu machen, schließen Sie zunächst die Klemmen. Setzen Sie die Nadeln in den Krankenhausbeutel mit Spülflüssigkeit ein. Öffnen Sie die Schutzkappe teilweise, um den Durchfluss während dieser Vorbereitungsmaßnahmen zu regulieren. Halten Sie die Tropfkammer mit der Oberseite nach unten und öffnen Sie die Klemmen. Die Klemme der nicht verwendeten Nadel muss geschlossen bleiben. Warten Sie, bis die Tropfkammer zur Hälfte mit Flüssigkeit gefüllt ist und drehen Sie sie dann wieder in die aufrechte Position. Drehen Sie die Entlüftungskammer auf den Kopf und füllen Sie sie vollständig mit Flüssigkeit. Setzen Sie die Entlüftungskammer in den Halter am Fluido Irrigation. Entlüften Sie die restliche Leitung, bis keine Luft mehr vorhanden ist und schließen Sie die Schutzkappe und die Klemmen des Sets. Das Einwegset ist jetzt betriebsfertig. Um die Fluido Irrigation Patientenleitung betriebsfertig zu machen, nehmen Sie sie aus der Verpackung und legen sie in das Sterilfeld. Entfernen Sie die Schutzkappen vom Set und von der Patientenleitung und verbinden Sie diese beiden Komponenten. Schließen Sie die Rollenklemme. Öffnen Sie eine Klemme und entlüften Sie die restliche Patientenleitung, indem Sie die Rollenklemme öffnen. Schließen Sie die Rollenklemme. Die Fluido Irrigation Patientenleitung ist jetzt ebenfalls betriebsfertig. Wenn das System an das Bedienelement angeschlossen wird, können Sie den gewünschten Durchfluss mit Hilfe der Rollenklemme oder durch Anpassen der Höhe der Spülbeutel einstellen. Legen Sie die richtige Temperatur über die Temperaturwahltasten am Bedienfeld fest. Die Flüssigkeiten werden auf die festgelegte Temperatur erwärmt und die Kontrollthermometeranzeige leuchtet grün, sobald der Temperatursollwert erreicht ist. Auf dem Display wird die geschätzte Durchflussmenge angezeigt. Wenn die Entlüftungskammer zu mehr als einem Viertel mit Luft gefüllt ist, muss sie entlüftet werden. Entfernen Sie die Kappe des Entlüftungsventils von der Entlüftungskammer. Setzen Sie eine Spritze in das Entlüftungsventil ein und öffnen Sie die Spritze mit sanftem Druck.
Wir empfehlen die Verwendung einer Lurlock-Spritze für mindestens 20 ml. Lassen Sie die Luft und oder den Schaum ab, bis die Entlüftungskammer wieder mit Flüssigkeit gefüllt ist. Setzen Sie die Kappe des Entlüftungsventils wieder auf die Entlüftungskammer. Um das System anzuhalten, drücken Sie die 1-Standby-Taste am Fluido Irrigation. Die 1-Standby-Anzeige leuchtet orange. Schließen Sie die Klemmen am Einwegset. Die Flüssigkeitszufuhr ist jetzt unterbrochen. Um die postoperative Spülung ohne Erwärmung fortzusetzen, schließen Sie alle Klemmen und trennen Sie die gebrauchte Patientenleitung vom Fluido Irrigation Set. Nachdem Sie die gebrauchte Patientenleitung vom Arbeitselement getrennt haben, schließen Sie ein neues Nadelset an die Patientenleitung an. Schließen Sie die Patientenleitung mit dem Nadelset an einen Blasenkatheter an und öffnen Sie die Klemmen, um mit der Spülung zu beginnen. Sie können eine neue sterile Patientenleitung für den nächsten Patienten anschließen. Um das System vollständig anzuhalten, drücken Sie die 1-Standby-Taste am Fluido Irrigation. Die 1-Standby-Anzeige leuchtet orange. Schließen Sie die Klemmen am Einwegset. Drücken Sie die Auswurftaste am Fluido Irrigation und nehmen Sie das Einwegset heraus. Entsorgen Sie das Set sachgerecht. Das Display des Flüssigkeitserwärmers kann zusätzliche Informationen anzeigen. Durch Drücken der ML-Taste wechseln Sie zwischen Durchfluss, Volumen, Durchfluss und Volumen. Um die Volumenanzeige zurückzusetzen, halten Sie die ML-Taste gedrückt und drücken Sie die Temperaturwahltaste. Lassen Sie beide Tasten los. Die Volumenanzeige wurde auf 0 zurückgesetzt. Ebenfalls verfügbar der Fluido Powerlifter. Der Fluido Powerlifter ist ein Infusionsständer mit elektrischer Höhenverstellung für Schwerkraftinfusionen. Er dient zum Heben schwerer Flüssigkeitsbeutel und entlastet dadurch das Krankenpflegepersonal. Der Fluido Powerlifter hebt bis zu 30 kg auf eine Höhe von 1,5 bis 2,65 Metern. Setzen Sie einfach den Fuß auf das Pedal mit Aufwärtspfeil, um den Ständer zu erhöhen. Betätigen Sie das Pedal mit Abwärtspfeil, um den Ständer wieder herunterzulassen. Weitere Informationen erhalten Sie auf tsc-group.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. The Surgical Company. Spezialisierung durch Innovation.